So, jetzt sind wir mit den Fahrrädern wieder angekommen. An unserer Stelle, wo wir das letzte Mal Magnetangeln gemacht haben, Magnetfischen. Und das Wasser ist ja sowas von zurückgegangen, also das ist locker. Also ich würde bald behaupten, fast 2 Meter runtergegangen. Kurz ist da unten. Und wenn wir jetzt was Großes haben, dann kann natürlich gleich der Bagger zugreifen. Oh, das stürmt schon wieder. Aber vielleicht sehen wir jetzt den Gegenstand, den wir letztens immer dran hatten. So sieht das jetzt aus ohne ganz viel Wasser. Dort vorne guckt ein, das ist quasi ein Spundwandbaum, ein sächsischer. Manchmal taucht er, manchmal guckt er raus, also meistens guckt er raus. So, und hier sehen wir schon, guckt mal hier, dort haben wir schon die Übeltäter. Ich könnte mal ranfilmen, ja, ran, ich filme mal ran. Da seht ihr es ganz schwach, wo? Da. Zwei. Einkaufswagen. Dort daneben. Einkaufswagen. Ich sag dir, die Kunden haben alle einen an der Waffe hier. Nur beknackte. Und was sehen wir dort? Dort sehen wir noch einen Einkaufswagen. Gerade runter. Das ist das, was wir ständig dran hatten. Ich sag dir, die sind die ganz knusper unter dem Pony. Das sind Vollhongs. Ich nenne sie mal Vollhongs. Ja. Ich hoffe mal nicht, dass das der Bleidegeier ist. Oh, das blendet. Ja, und da würde ich sagen, kurzer, auf geht's. Seil knoten wir hier wieder dran. Also meine Hoffnung ist ja, dass wir die wenigstens irgendwie zu fassen kriegen, die Einkaufswagen, und ziehen die hier quasi an den Rand und stellen sie dann erstmal hier oben hin. Weil der dazugehörige Supermarkt ist nie weit weg. Hier könntest du wirklich kotzen. Und das ist das, was dir jedes Mal die Abreißer verursacht beim Angeln. Da bin ich auch mal gespannt, was dort alles drin hängt. Und wenn ich das dort richtig sehe, Paul, ist das dort ein Wobbler? Könnte durchaus möglich sein. Nein. Naja, mir, ja. Oh, ich habe wieder die Finger vor die Linse gehalten. Glückwunsch. Also hier unten ist der erste. Wir probieren es mal. Das ist voll gruselig, wenn das hier auf einmal so. Das ist gruselig, wenn man das so sieht, ne? Komm mal her. Weil das war davor so übel. Mal sehen, ob man den Klei irgendwie. Ja, haben wir keine richtige Stelle. Da, den keine richtige Fläche. Warte mal, der, das ist Plaste. Zack, ein Radhammer. Ah, oh, die kriegst du nie. Das ist, da ist dieser Magnet zu. Scheiße, wollte ich jetzt nicht was sagen, Paul. Aber, oh, das blendet wie Atze hier. Das blendet wie Atze in die kleine Fratze. Nie an der Spundwand hängen bleiben. Und? Zack. Ja, seht ihr es? Der bleibt dran hängen, aber du kannst es definitiv nicht bewegen. Was heißt das? Hier musst du ein Magnetarapparat her. Aber wir können mal versuchen, dass wir den irgendwie verheddern können. Also mit dem Seil denke ich schon, dass wir die Wagen gezogen kriegen. Sonst holen wir den Apparat hier. So, Paul hat einen dran, der hat sich irgendwie verheddert. Gott sei Dank. Und er versucht den. Wo hast du den? Ah, hier vorne. Hätte man da in die andere Richtung gezogen. So. Professionelle Kamerafahrt. Hä? Professionelle Kamerafahrt. Adi, wenn du Knoten dran machst, versuch die mal so zu machen, dass man die leicht wieder aufkriegt. Warum? Damit man sie eben leicht wieder aufkriegt. Und mein Finger. So. Oh, der Gerät muss raus. Diese Haken brauchst du gar nicht. Hä? Haken brauchst du gar nicht. Eingehakt sind. Aufpassen, du bist in der Schlaufe. Okay. So, das ist die Nummer 08 0876. Krank. Aufpassen, hier kommt gleich dieser Ding. Ah ja. Film mal da drauf. Ja, sorry. Aufpassen, bleib das Loch. Seh ich doch. Ja, sorry. Auch kacke, wenn du da mit drin liegst. Obwohl, da kannst du ihn gleich rausholen. Hast du deinen Finger bestimmt davor? Nee, hab ich nie.
Kriegst du den rausgehoben? Hä? Nee. Sind die sehr schwer? Ich fühle mich zwar manchmal wie Herkules, aber... Bist du nicht? Ich bin kein Herkules. Ach so, echt. Max ist schön verheddert. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die scheiß Kamerahaltung, weil ich einfach nicht so... Oha! Warte, hängt schön. Warte, ich holen. Wunderschön. Puh, ich ist der alte Asiaten. Das war Nummer 1. Die 0. Was haben die von der Nummer? Die 0876. Okay. Mach erstmal den Magnet los, bitte. Der hat sich aber. Der ist exzellent drum gedaddelt. Warte. So, sehr schön. Vor kurzem holt den ersten raus. Also ran die Schulter raus. Nummer 1 haben wir da stehen. Nummer 2 haben wir am Haken. Kriegst du ein gezogen Stück? Ich mach gleich weiter. Da ist der zweite. Ich fühle mich gerade wie. Ja. Lass mal kurz Stopp machen. So, jetzt haben wir Nummer 2 am Ufer. So, 10 Minuten Einsatz, 3 Wagen. Jetzt rufen wir erstmal Kaufland an und fragen, ob sie ihr Zeug abholen wollen. So, wegen der Wagen habe ich gerade angerufen. Die wollen sie abholen. Weil sie ist wirklich nicht weit. Halben Kilometer, dreiviertel Kilometer. Nicht schon mal. Das haben wir das nächste Jahr dran. Wieder Bierdeckel. Bierdeckel. Meisterbräu, Billigblärer. Irgendein Ding. Sieht aus wie eine Verschraubung. Teile von irgendeinem Ding. Teile von irgendeinem anderen Ding. Na los, wirf mal rein. Sehen, was noch so kommt. So, die Kollegen haben übrigens das Notdürftigste gemacht hier. Das Glas liegt alles noch hier. Und die haben Besen am Auto, begreife ich nicht. So, wir haben gerade gesehen, wir haben den nächsten Wagen. Dort unten hatte ich gerade noch einen dran. Da habe ich vielleicht 5 Meter rangezogen. Was ist denn los, Kleiner? Jetzt hat er ein Problem. Magnet hängt. Kriegst du gelöst? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich es komplett versaut. Ja. Ich habe nasse Hände. Ach du Scheiße, was hast du jetzt gemacht? Hä? Willst du mich veräppeln oder was? Hä, warum? Ja, das geht ganz einfach ab. Sorry. Das war nur ein kleiner Test. So, mal sehen, ob wir das wieder. Also, ich hatte gerade dran. Müssen wir vielleicht wieder so, dass sich das dort schön verheddert drinne? Also angerufen haben wir. Das hast du jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Entschuldige bitte, ich bin schon über 40, ich kann mir nicht alles merken. Merkt man. Jetzt, ich habe ihn. Siehst du das? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Haben wir die jetzt ein bisschen. Ja, geil, wenn sich das wieder so blöd verheddern soll. Also in dem Fall ist es günstig, wenn sich das verheddert. Hat sich verheddert? Es hat sich verheddert. So, gut. Wagen Nummer 4. Gehen wir rüber kurz. Monster. Aufpassen, Loch. Ich hätte die Handschuhe wieder anziehen sollen, ich. Klarkörper. Der liegt aber schon lange. Oder der wurde einfach gold lackiert. Kriegst du den hoch? Es hat jemand geklingelt. Kriegst du den so hoch? Nee, ich zieh mit dem ran hier. Das ist aber auch ein großer. Ich hoffe, da hängt wieder ein Euro drin. Und einmal Mixerie Bierdeckel. Oh, das Geräusch! Hoffentlich schalten die Dinger ab. Ist das ein Vogel am Telefon? Vogelperspektive.
Dann hast du noch einen Euro drin, Andra. Ja! Da wäre ich bezahlt. Das ist doch wie, als hätte der Elefant hingeschissen, ey. Was hat ihr hingeschissen? Das sieht aus wie vergoldet. Und ist ein Euro drin? Ja. Ja! Nummer 2. Papa, wenn wir das immer machen, werden wir reich. Ja. Gibt's sogar, ja. Wir können uns einen eigenen Laden aufmachen. Die Wagen haben wir. Komm, Euro raus. Ist drinne? Ja. Danke. So. Reich. Neues Thumbnail? Alter, jetzt guckt euch mal die Scheiße an hier. Jetzt haben wir schon 4 Einkaufswagen. Das ist doch nicht normal. Haben die alle noch Honig in der Birne? Mal sehen, was noch kommt. So, der Sohnemann ist jetzt mal in den Supermarkt gefahren mit den 2 ergaunerten Euros, ergatterten, gefangenen, gefundenen Euros. Dann hört man was zu trinken, dann mache ich mal alleine weiter hier. Also, 3 haben wir auf Sicht gefangen. Gefangen. Ha, gefangen. Und den 4., das war auch nämlich gerade Zufall. Mal sehen, was hier noch so zum Vorschein kommt. Wie gesagt, gleiche Stelle vom letzten Mal, da war aber hier Hochwasser. Da ist der Magnet ja hier quasi ständig abgetrieben. Und da hat es keine Chance. Jetzt hatte ich gerade den Hänger. Also der Magnet hatte einen Hänger. Und ich dachte schon, ich spieße ihn ein, weil der Strick ist ja nur, oh, das blendet hier. Der Strick ist ja nur nicht der stärkste hier von Amazon. Aber wir haben es lösen können. Was haben wir denn jetzt? Holz. Ja gut. Magnetisches Holz. Mal gucken, was da kommt. Ey, das ist der Wahnsinn. Guckt euch das mal an hier. 4 Einkaufswagen. Ich sag, die sind so hohl in der Rübe. Die Kasperköppe. Die kaufen dort ihr Bier. Dann fahren die runter. Dann schütten die sich die Birne zu. Dann fliegen die Dinger hier rein. Am nächsten Tag weiß keiner von irgendwas. Kasperköppe. Und das sind dann die, die dann hier mit der Umweltschutzplakette irgendwo hausieren gehen, könnte ich wetten. Wisst ihr, Wasser predigen und Wein saufen. Umweltschutz in der Schule ganz groß geschrieben, aber wir hauen abends im Suff die Einkaufswagen in die Elbe. Naja, wir wollen ja nicht alle über den Kamm scheren, aber wenn es die Leute nicht geben würde, hätten wir jetzt die Wagen nicht gefunden. So einfach ist es. Also das Schöne ist, der erste Angler kam gerade vorbei, wollte an der Stelle gucken, fragt, was wir hier machen. Dann habe ich auf die 4 Einkaufswagen gezeigt, sagt er, alter krank. Das sind ja die Gründe, warum du hier ständig die Abreise hast. Jeder, der Angler ist und schon mal einen Rapala-Wobbler oder anderen hochwertigen Wobbler eingebüßt hat, der weiß, von was ich rede, könntest du fänzen. Könntest du fänzen. Ich meine, wenn es am Stein hängen bleibt, gut, Pech. Passiert allen. Aber wenn du dann im Nachhinein weißt, dass es reingeschmissene Einkaufswagen sind, da könntest du laut Scheiße brüllen. Weil das sind Sachen, die musst du nicht haben. So, dann kommen 2 andere noch vorbei, Touristen. Die fanden das auch klasse. Und ganz ehrlich, mittlerweile finde ich das auch richtig geil. Und dann werden schon fragen, was willst du mit den Einkaufswagen? Ja, ich will gar nicht mit den Einkaufswagen. Wie gesagt, Supermarkt informiert. Die holen die dann ab. Und fertig. Oh, das ist wirklich erstaunlich. Du hast dich vorher mit der Materie gar nicht auseinandergesetzt, gar nicht beschäftigt. Aber wenn du das jetzt siehst, ist schon irgendwo ein bisschen krank. Und eigentlich ist das so idyllisch und schön hier. Naja, so kann man sich täuschen. Unter Wasser guckt kaum einer. Außer mir jetzt.
So, jetzt haben wir einen Radbolzen. Ich hoffe mal, dass das Auto dazu nicht noch hier drin liegt. Weil das kriegen wir mit unserem Kindermagneten nicht raus. Wobei ich trotzdem erstaunt bin für das Geld, was der schafft. Aber da bin ich ja umso gespannter, was so ein 150-Euro-Magnet von dem Qualitätshersteller bringt. Würde mich wirklich mal interessieren. Flip. The next one. Also vorhin dachte ich wirklich gerade, ich spieße das Ding ein. Ich denke mal, dass das Seil habe ich bis aufs Maximum ausgereizt hier. Das war bestimmt kurz vorm Zerreißen. Habe ich mal schnipsen lassen, so mache ich das so beim Angeln, wenn ich irgendwo mal einen Hänger habe. Jetzt habe ich wieder einen Hänger hier, oh, ich kann platzen. Upp. Dann lassen wir es schnipsen. Mit der Spinnrute funktioniert das auch manchmal einwandfrei. Da schnipst das ein Stück zurück und löst sich quasi von diesem Gegenstand, der den Hänger verursacht. Aber jetzt habe ich wieder schlechte Karten. Oh nee. Ah, bewegt das. Das war auch bestimmt wieder irgendein Stein hier. Weil wenn der Zähne Zugkraft hat hier, dann Prost Mahlzeit. Das war das Auto von dem Rotbolzen. Seil sieht gut aus. Noch. Also ist hier vorne, wie gesagt, ein bisschen aufgedrieselt und aufgebimmelt. Der Kleine ist gerade was zu trinken holen. Und dann mehr ich mal ein bisschen allein hier rum. Beim nächsten Fund schalte ich wieder dazu. Ich gerade mal Besuch. Wir finden es alle gut. Servus! Kaufland habe ich schon angerufen. Kriegst du das Kotzen? Das geht auch, ja. Pauli macht sauber mit Magneten, ganzen Bierdeckel. Sehr schön. So, es war wieder herrlich. Schönes Gespräch gehabt. Wenn Sie sich bedanken, das ist der Hammer. Finde ich geil. Er sagt, es gibt viel zu wenige hier. Ein Riesengerät. Jetzt hat's gerade wieder was. Da draußen. Dort kam gerade Blasen hoch. Ich hatte irgendwas dran. Aber am Haken hängt was dran. Und das sieht... am Haken hier an. Sieht aus wie ein Fahrradschloss. Aber das kann ja gar nicht allzu lange drin liegen. Naja, vielleicht für den Wagen. Guck mal, das sieht da alles wie gerade reingeschmissen. Hä? Was sagst du? Ja, aber das Teil hier wurde abgemacht, dieses Stoffteil von beiden Seiten. Guck mal, hier ist noch nicht mal irgendwie irgendwas das drauf. Probiert zu knacken. Keine Ahnung, das ist ja zu. Ja, also, das ist ja zu, also wir hauen jetzt noch mal ein paar Mal dorthin. Jetzt will ich wissen, was das war. Orange. Weil ich glaube, wenn du einen Stein bewegst, muss nicht zwingend Blasen hochkommen, weil die Steine liegen ja nicht schon ewig hier drin. Aber wenn ein neuer Gegenstand reinkommt und Luft eingeschlossen ist, es ist eine Theorie, ich weiß. Am Ende ist es ganz anders. Aber das Schloss sieht aus wie als... Neu. Rostet das normalerweise? Ich weiß nicht, was das für Material ist. Selbst auf dem Kunststoff müsste da irgendwas drauf sein. Ist es nicht, das noch orange. Irgendwas Schlierisches. Das ist sogar noch orange. Richtig. Sonst wäre doch irgendwas Schlierisches drauf. So gar nicht drauf. Da kann Blasen. Wieder in den Einkaufswagen. Der sieht doch aus wie... Was? Am Wochenende reingeschmissen. Der Einkaufswagen, sage ich, der sieht doch aus wie am Wochenende reingeschmissen. Der eine. Von den mittlerweile 4 Stück. Da ist das Fahrrad von einem Kumpel mitgeflogen. Und da ist das Fahrrad mit reingeflogen, hä? Das war im Einkaufswagen. Also ich gehe mal davon aus... Na Gott, das Fahrrad, wo soll denn das Schloss liegen, Paul? War das drum gewickelt oder was? Ich glaub's nicht. Aber irgendwas haben wir dort bewegt. Das gilt es jetzt rauszufinden.
Ja, ich habe die Blasen gerade gesehen. Und jetzt ein Stück von dem Stuhl. Ja. Ein halber Stuhl. Das sieht aus wie ein Viertelstuhl. Nein, das war so ein dreieckiger. Stück von dem Stuhl. Nein, in den Eimer. Weiter geht's. Da ist schon mal ein Rest auch noch raus. Heute macht es doch Spaß. Heute macht es doch Spaß. Heute macht es richtig Spaß. Kriege ich einen 10. Freunde, ihr glaubt es nicht. Ich habe jetzt Nummer 5 dran gehabt. Ich habe ihn gerade schon ein Stück bewegt. Ja, Einkaufswagen Nummer 5. Freunde, Alter, das gibt's doch nicht hier. Da kommt er hoch. Kaufland. Warte. Irgendwas mit 7. Einkaufswagen Nummer 5. Jetzt. Runter. Ja, Freunde, das war Nummer 5. Gibt's doch gar nicht. Hast du wieder einen Euro, Paul? Ja. Jetzt haben wir Wagen Nummer 5 rausgeholt. 1, 2, 3. 4, 5 Stück. Meinst du nicht, dass deine Zuschauer schon 5 stehen können? Ich denke schon. Ja, das nächste haben wir. Ich kann euch dann gleich zeigen, was das ist und wo das herkommt. Oh, da. Das ist ein Rapfen. Dort ein Riesenrapfen. Großer ist mein Papa. So. Ja, der Magnet da macht. Auf einer flachen, auf einer geraden. Kannst du den gleich aufheben? Ja, auf einer geraden Stelle macht er eigentlich keinen schlechten. Sehen, ein bisschen das Wasser ablaufen lassen. Ob wir ihn gehoben kriegen? Den nehmen wir mit als Feuertonne. Filmen wir weiter. Was ist das denn reinfällt in die Brühe? Soll ich dich filmen oder die Tonne? Die Tonne. Du hast mich, brauchst du nicht filmen. Immer drehen wir das Ding mal rum. Jetzt hab ich gestaunt, hat sogar gehalten beim Hochziehen hier. Der Magnet. Wo filmen wir denn überhaupt denn? Das ist gezoomt hier, das ist da gezoomt. Ach toll, das wurde die ganze Zeit gezoomt. Klasse. Das haben wir gerade rausgeholt, ja. Handschuhe. So. Ne, komm doch nicht mit deinen Sachen so dran. Das wird eine schöne Feuertonne. Jetzt zeige ich euch gleich, was das war. Jetzt zeige ich euch mal, wo das eigentlich schon gehört. Nämlich dahin. Da gehört es eigentlich hin. Das ist das neue Ding. Und das ist der alte Papierkorb. Also werdet es nicht loben. Das ist jetzt Nummer 6, die ich hier dran habe. Hallo, hallo. Nummer 6. So weit kann ich gar nicht mal zählen. Siehst du, mein Kind kann nicht mal so weit zählen. Stell dich doch nicht so blöd hin, Paul. Nummer 6. Ist das noch normal? Ich sag doch, du hast nur hohle Männchen. Ja, wir kriegen den. Verniedliche, sag Menschlein. Menschlein. Hohle Menschlein. So. Wagen Nummer 6. Das ist ja wirklich nicht mehr normal. Alter, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Eigentlich wollten wir was essen gehen, bloß. Haben gesagt, gut, wir nehmen den Eimer mit.
Dann probieren wir unten an der Stelle. Einkaufswagenkonferenz. Aber dass hier eine Konferenz der Einkaufswagen stattfindet, damit hätten wir nie gerechnet. Nie im Leben. So, Einkaufswagen Nummer 6. Wir haben dran. Paul, nimm mal den Strick mit. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder, dass es wieder abreißt hier. Vorher hätte ich mich, oh Gott, ich mich bald langgelegt. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Er ist einfach weg. Er kann ja nur hier sein. Anders kann er ja nicht sein. Der wurde von Aliens wegteleportiert. Wir haben ihn wieder. Aufpassen, ein bisschen Seil. Ich hab Angst, dass du reinfällst. Da gibt's heute Abend kein Essen. Du hast gehört, da gibt's heute Abend kein Essen, wenn ich ins Wasser falle. Sachsenbrutzer lässt grüßen. Aber so kriegst du ihn jetzt schlecht, ne? Da liegt jetzt genau hier blöd. Ich müsste seitlich ziehen, damit sich der Magnet so verhakt. Ja, das geht so. Gut, jetzt haben wir ihn wieder ein Stückchen. Ja, hängt blöde. Oh, jetzt hängt er genau unter dem blöden Strauch hier. Aber soll ja kein Hindernis sein. Hängt wieder ein bisschen blöde. Na, schuld ich dazu. Alter, das ist eine schwere Geburt. Ja, das Ding ist schwer. Aber das sieht aus, als wäre er erst quasi neu dazugekommen. Am Wochenende oder sowas. Und das Kauflandschild ist schon abgegangen. Also nicht, dass ihr denkt, ich mache Werbung für Kaufland, oder? Aber, oh, der ist auch relativ neu. Der ist relativ neu. Also da liegt noch nie lange. Hier, macht's Kauflandschild. Die Mücke dort unten. Was steht dort drauf? Weniger Schnickschnack, mehr Qualität. Mhm. Okay. Wisst ihr Bescheid. So. Wagen Nummer 6. Hätte ich im Traum nicht dran gedacht. Ehrlich. So, jetzt haben wir ihn. Alter. So, 6 Stück haben wir jetzt schon. Und die lieben Mitarbeiter sind jetzt gekommen und holen die Wagen ab. Also jetzt haben wir 6. Ich weiß nicht, wie viele jetzt noch kommen. Da rufe ich doch nochmal an, genau. Ja, sehr schön, freut mich. Besten Dank. Wir haben sie abgeholt. Danke. Dasselbe. Jetzt waren sie abgeholt, 6 Stück. Ist doch schon ein bisschen krank, oder? Also, wir waren heute äußerst erfolgreich. Das ist ein bisschen Kasperle der Order Mülldreck hier. Fahrradschloss, der halber Stuhl. Tschüssi! Keine Ursache, gerne! Gerade nochmal schnell das Fahrrad repariert von ein paar Touristen. Ja, die Wagen sind weg. Und wir machen uns jetzt auch vom Acker. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Dann bis zum nächsten Mal.